Ich hoffe, der hat keine Scheu vor dem Leben. Nee, überhaupt nicht. Muss ich schon aufpassen, dass die mir nicht gleich in den Napf klettert hier. Da ist ja schon wieder eine. Na? Genau, das ist die Haltung. Das ist echt dreist. Jetzt kommt noch jemand. Ja, wenn sich erst einer taucht, dann werden sie immer ein bisschen warm. Solche Szenen, wo sie eben halt auch nicht Kopfhörer jagen, ja. Mobben.
möchte ich nicht in den Bau gehen. Genau. Du hattest schon ganz viel. Guck mal. Hey. Die Erdbeerchen haben die Kamera verstellt. An, ja, die fressen auch ganz gut gezielt, wenn sie einfach aus der Hand fressen und so. Aber ihr kennt das schon. Mhm. Ja, man muss natürlich Tiere haben, die daran gewöhnt sind. Ja, klar. Und Futter ist natürlich das beste Bestechungsmittel, das es gibt. Ja, gut, bei Erdmännchen ist das eh, die sind super fressen. Ja. Das ist dann gibt eigentlich nur die Tapire, die man beim Horn nicht füttern muss. Also die sind wirklich, die lieben es einfach gestreichelt zu werden. Die fallen richtig um, wenn man die streichelt. Dann legen die sich sofort hin. Also das ist echt, die muss man nicht bestreichen, aber alle anderen Tiere. So, wo ist denn jetzt nochmal Nummer 4 überhaupt? Normalerweise ist Nummer 4 hast du drüben? Die schmatzen auch sehr schön. Man hört auch sehr schön auf. Und es riecht wirklich ganz typisch hier. Die haben einen ganz intensiven und außen. Wenn die feucht sind, dann riecht die auch schon heftig. Dieses Alarmgeräusch. Ja. Ne? Und jetzt wird sich erstmal mal die Hand beißen. Was? Die haben halt auch die Wahl, ne? Einmal. Ja, habt ihr wahrscheinlich auch was gehört. Die haben wahrscheinlich mitgekriegt, dass es da irgendwas extra zu essen gibt. Ja, das ist neidisch. Sehen auch dieses kleine Loch, wo der Schraube drin war, ne? Das wird genutzt, um da rumzukeifen. Also da sind die wirklich ganz groß drin. Mhm. Also, wir markiert und alles. Ja, ja. Wir sind hier. Klar ist, wem welcher Bau gehört hier. Ja. Nee, du. Du schmatzt echt ganz schön. Ja. Haben Sie sich von einem Fell her so vorgestellt, dass es sich so anfühlt? Wir kennen das schon eigentlich ein bisschen, wie die sich anfühlen. Ach so, oben. Aber das haben wir uns schon gedacht, dass die hinten etwas rauer sind. Ja, denn viele stellen sich ein ganz weiches Fell vor. Nein, das ist ja eigentlich gar nicht. Ne? Das ist echt so ein bisschen rauer. Mhm. Aber auf dem Kopf sind sie ziemlich weich. Auf dem Kopf, ja, das stimmt. Mhm. Na, wo bist du denn Nummer 4? Komm her. Die schaukelt auch in deiner Hand, das ist echt der Hammer. Jetzt habe ich hier alle an der Hand. Wie alt sind denn die hier? Och, die so circa. Ich denke, die sind vielleicht so um die 8, 10. Echt schon so alt? Ja, die haben wir schon ziemlich lange. Auch diese Gruppe in dieser. Oh. Also würde ich mal schätzen, vielleicht so 8. Kann ich aber nicht genau sagen. Also Sambesi wurde ja schon 2000 hergestellt. Und dann sind die Da ist er. Ja, so viel Mehl, wenn man machen, du hast. Ne? Der hat seinen Mehlraum nämlich gerade verbummelt. Der hebt aber auch ab hier, guck mal. Das machen die halt bei uns hier, das sind so diese Ferkel auf. Ja, ja. Und all diese Gitter. Genau, dann geht er dann rum. Dann schaut man die da. Das ist ja witzig.